Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. So lautet der Wochenspruch, er steht im Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 und 9, mit dem wir euch, liebe Schwestern und Brüder, ganz herzlich begrüßen. Ja, das ist doch das Thema des Gottesdienstes. Licht der Welt, Salz der Erde. Ja, man könnte auch noch hinzufügen, Heilung und Heil. Warum geht es heute? Licht und Salz, ja, sind untrennbar miteinander verbunden, weil Salz ja auch aus dem Dunkel der Erde ans Licht gefördert wird. Genau wie Heilung und Heil miteinander verbunden sind, denn das eine kann ohne das andere nicht sein. Ja, davon wollen wir heute hören und zunächst ein Lied miteinander singen. Das ist die Nummer 449, die Güldene Sonne. Wir singen die angegebenen Strophen. Schaut, was wird geboren.
Wir beten mit Worten aus Psalm 48. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion. Daran sich freut die ganze Welt. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth. An der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit, dessen freue sich der Berg Zion. Und die Töchter Judas seien fröhlich, weil du Recht richtest. Zählt um Zion herum und umschreitet es, zählt seine Türme. Habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir, um dir unsere Schuld zu bekennen. Herr, warum ist das so, dass wir uns dir nicht anvertrauen? Ist es unsere Selbstsucht und Überheblichkeit? Du hast doch gesagt, dass du uns erhören willst, wenn wir zu dir rufen. Aber ja, wir hören vielmehr auf uns selbst und auf unsere eigene Stimme, anstatt dir nachzufolgen. Obwohl wir wissen, dass es uns dann besser ginge. Herr, wir bitten dich, dass du uns unsere Schuld, unsere Gottesferne, ja, unsere Sünden um Jesu Namen vergibst. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Dich unserer immer wieder gern. Darum lasst uns in Gedanken ziehen hinauf zu deinem Berg, denn du willst uns deine Wahrheit lehren. Wir können deine Wege gehen und deine Weisungen befolgen, die ausgehen von Zion. Darum geben wir dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Du hast dieser Welt Licht gebracht. Du bist das Salz unseres Glaubens. Du willst uns Heilung und damit Heil und Erlösung geben. Lass uns dies spüren, dass du da bist und uns leiten willst. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung steht im Johannesevangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus: Wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete: Seine Blindheit hat weder mit den Sünden seiner Eltern etwas zu tun, noch mit seinen eigenen. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, muss ich die Taten vollbringen, für die Gott mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm: Geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Schiloach bedeutet der von Gott Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Darum Lob sei dir, o Christe. Lob sei dir, o Christe. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lass uns das nächste Lied singen. Das ist die Nummer 263, Sonne der Gerechtigkeit. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigttext steht im Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8b
bis 14. Lebt nun auch als Menschen, die im Licht stehen. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das nur verdorbene Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht der Wahrheit aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Was aber ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod. Und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist hauptsächlich vom Licht die Rede. Ein relativ kurzer Predigttext, der es aber in sich hat. Ist die Rede davon, wie wir leben sollen. Wir sollen wandeln als Kinder des Lichtes. Ist das abwegig? Oft scheint es uns, als ob uns dies gar nicht möglich wäre. Bei all dem Dunkel, was uns umgibt und ja, bei all dem, was vielleicht auch auf unserer Seele lastet und was wir mit uns herumschleppen, ja, ohne dass wir das vielleicht manchmal merken. Und wenn wir es merken, dann haben wir Ängste, damit ans Licht zu gehen. Denn einmal ehrlich, so das ein oder andere Geheimnis trägt wohl jeder in seinem Herzen, aus welchen Gründen auch immer. Paulus sagt, wenn etwas aufgedeckt wird, so kann es Licht werden. Also sollen wir mit allem herausrücken und jedem offenbaren, wie es in unserem Inneren ausschaut. Auf den ersten Blick könnte man dies so sehen. Aber ich denke, darum geht es hier nicht primär. Primär geht es darum, dass wir wissen, dass wir durch Jesus als Kinder des Lichts wandern können. Denn Jesus hat es gesagt, Jesus ist das Licht der Welt und auch das Salz der Erde. Denn nur wo er ist, ist Licht. Und nur durch ihn bekommen wir das Salz des Glaubens. Also es geht nicht darum, dass wir der Öffentlichkeit unsere tiefsten Geheimnisse anvertrauen, sondern vielmehr darum, dass wir das Licht Jesu in unsere Herzen lassen, um es einmal ganz banal auszudrücken, selber zu leuchten. Der Blinde, um den es in der Lesung geht, der
ist nicht aufgrund der Sünden seiner Väter blind geworden. Warum? Das geht hier nicht hervor. Aber was Jesus ganz klar sagt, ist, dass dieser Mensch blind ist, damit sich an ihm Jesu Güte und Liebe, ja, ich möchte mal sagen, erweisen kann. Wir haben uns schon oft gefragt, und die meisten wissen das ja, dass ich einen starken Sehfehler habe und Heidi eben blind ist. Warum ist das so? Aber wir haben uns nie fragen müssen, ob diese Blindheit irgendetwas mit Verfehlungen unserer Eltern zu tun hat. Zumal die Behinderung, die wir haben, ja durch einen technischen Fehler verursacht wurde, nämlich durch den Brutkasten. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen. Ist es also wirklich so, dass man blind bzw. sehbehindert ist, damit man sehen kann oder damit das Vertrauen in Jesus in uns und allen anderen, die eine Behinderung haben, wachsen kann? Ich würde das so pauschal nicht sagen, weil jeder geht mit einer solchen Situation anders um. Für uns ist das mittlerweile ein Ärgernis geworden, aber auch nicht mehr. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ihr ganzes Leben lang mit einer solchen Situation hadern. Sollte man diesen Menschen etwa einen Vorwurf machen? Nein. Aber Jesus weiß, dass das Licht, das von ihm ausgeht, in einem jeden Menschen aufgehen kann, wenn das Vertrauen zu ihm wächst. Und da wir den Glauben an ihn nicht aus uns selbst heraus leben können, wir bekommen den Glauben von ihm geschenkt, kann es uns auch möglich sein, zu sehen, auch aus dem Dunkel heraus. Denn Sehen hat zweierlei Facetten. Das körperliche Sehen und das geistige Sehen. Das körperliche ist eben oftmals eingeschränkt. Das heißt aber nicht, dass man nicht leben kann. Das geistige Sehen wiederum, das mit dem Vertrauen an Jesus zu tun hat, das wird uns geschenkt. Und ich denke, das wird dieser Blinde im Inneren seines Herzens gespürt haben. Ich habe schon oft bei solchen Wundergeschichten gesagt, ich zweifle nicht daran, dass der Blinde, nachdem er sich das Gesicht gewaschen hat, auch körperlich wieder sehen kann. Denn Jesus kann diese Wunder tun. Aber mit Sicherheit hat er, nachdem dies geschehen ist, gesehen im geistigen Sinn. Er hat Jesus als seinen Herrn angenommen und ist dadurch zu einem Kind des Lichts
geworden. Jesus hat uns die Vergebung geschenkt. Und all das, was wir in unserem Herzen tragen, Gutes und weniger Gutes, können wir zu Jesus bringen. Und er schenkt uns durch seine Vergebung das Licht. Das Licht seiner Auferstehung. Und durch dieses Licht ist auch der Blinde gerettet worden. Ob er nun körperlich wieder sehen konnte oder nicht, das sei einmal dahingestellt. Aber er wurde zum Kind des Lichts. Und so können wir alle, ob wir nun eine Behinderung haben oder nicht, zu Kindern des Lichtes werden. Wenn wir, wie Paulus sagt, uns Jesus zuwenden und eben in seinem Licht, das heißt auf seinem Weg gehen. Wir als Menschen sind fehlbar. Wir suchen uns immer den bequemsten Weg aus. Der Weg mit Jesus kann steinig sein. Er kann rechts und links Abgründe haben. Jesus hat uns nicht ein Leben in Bequemlichkeit und ja, absoluter Gesundheit versprochen. Aber er hat uns Heilung und Heil versprochen in seinem Wort. Und wenn wir dieses Wort hören und dieses Wort beherzigen, dann können wir Heilung an Geist, Seele und Leib erfahren. Licht, Salz, Heilung und Heil gehören zusammen. Und diese vier Dinge schenkt uns Jesus und macht uns damit sehend. Er gibt uns das Licht, das er selbst ausstrahlt. Dieses Licht, das ist wie ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit, die sich auf die Erde verirrt hat, um einmal mit Jostan Gada zu sprechen. Wir können dieses Licht um uns herum wahrnehmen. Wir können dieses Licht wahrnehmen in der Natur. Wir können es wahrnehmen, wenn wir das Elend oder die Probleme unserer Mitmenschen erkennen und danach handeln. Dann ist das ein Geben und Nehmen. Ich habe nur zwei Dinge genannt jetzt, wo wir Licht erfahren können. Und das sollten wir beherzigen, immer dann, wenn wir morgens die Augen aufschlagen und wenn wir abends zur Ruhe gehen. Denn dieses Licht soll uns durch den Tag und durch die Nacht begleiten. Das möchte Jesus und das hat er dem Blinden versprochen und hat es ihm gegeben. Deswegen können wir trotz aller Dunkelheit, die uns umgibt, zuversichtlich sein, dass wir das Licht Jesu empfangen können, wenn wir darum bitten. Amen. Amen. Der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lass uns das nächste Lied singen. Wir singen von dem angefangenen Lied 263.
Mitteilen. Wir laden euch herzlich ein zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass während der Ferienzeit Kindergottesdienst, Lobpreisgottesdienst und Friedensgebet ruht. Wir danken euch, dass ihr auch heute wieder mit uns feiert, ja, dass wir Gemeinschaft haben dürfen durch Jesus Christus und dass ihr uns immer wieder durch euer Gebet tragt. Wir werden auch heute wieder die Spendenkonten zugunsten der Ukraine und der Flutopfer einblenden. Wir danken euch für alle eure geleistete Hilfe und auch für die Hilfe, die ihr künftig leisten werdet. Und alle anderen Kollektenzwecke, die könnt ihr wie immer aus dem Internet über eure Gemeindebüros und natürlich auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen zu dir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der uns gesagt hat, dass er das Licht der Welt und das Salz der Erde ist, und der uns aber auch gleichzeitig zugesagt hat, dass wir das sein können durch ihn. Wir bitten dich, zeige du uns das immer wieder, weil wir doch so vergesslich sind. Lass das Licht, das Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung in diese Welt gebracht hat, immer wieder neu in uns leuchten. Wir möchten auch heute Morgen wieder um den Frieden bitten. Wir können es nicht begreifen, was Menschen bewegt, andere Menschen in Terror und Gewalt zu verwickeln, gar ihnen ans Leben zu gehen. Wir stehen fassungslos davor, was man sich so alles ausdenkt, um einen scheinbaren Frieden herzustellen. Wir spüren immer wieder, dass unsere Friedensbemühungen nicht von Erfolg gekrönt sind und bitten dich daher um deinen Frieden, den Jesus verheißen hat, indem er sagte: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, Herr, schenke du uns diesen Frieden. Herr, wir bitten dich für unsere Familien, unsere Kinder, unser Volk und Land. Du siehst, vor welchen Herausforderungen und Problemen wir stehen. Auch hier sind wir oft ratlos. Herr, wir bitten dich, sende du uns deinen Geist, damit unsere Familien die Geborgenheit geben können, die ja von den Familien ausgehen soll. Wir bitten dich, dass du Frieden in unseren Kindergärten, Schulen und Arbeitsstellen gibst. Wir bitten dich, ja, dass du den Leistungsdruck von uns nimmst, damit wir ja mit Freuden unsere Dienste verrichten können. Wir bitten dich für unsere Verantwortlichen. Ja, lass sie Gesetze schaffen, die uns Leben in Freiheit und Frieden
ermöglichen. Wir bitten dich, lass uns wieder mehr nach deinem Wort fragen, damit wir Leben in Fülle haben dürfen. Das Gleiche bitten wir dich für unser Kontinent und unsere Welt. Gib, dass dein Wort Früchte trägt, dass die Menschen aufeinander zugehen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Herr, wir bitten dich für deine Kirche. Gib, dass sie dein Wort in die Welt hinausträgt. Gib, dass sie zur Heimat wird für alle, die auf der Suche sind. Schenke allen, die in der Kirche weltweit mitarbeiten, Freude daran, dein Wort in die Welt hinauszurufen, in Wort und Musik. Herr, wir bitten dich, schenke deiner Kirche deinen Geist und gib ihr Einheit und Frieden. Alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, das bringen wir dir nun in der Stille. Du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt. Lass uns als Kinder des Lichts wandeln. Gib, dass wir deine Wege gehen und geh du uns voraus als die Fackel unseres Lebens. Wir bitten dich, mach du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Schlusslied singen. Es ist das Lied Nummer 608, Erleuchte und bewege uns. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute mit uns den Gottesdienst gefeiert habt. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. All denen, die in Urlaub fahren, wünschen wir ein gutes Hinkommen und dass sie wieder gut
zu Hause ankommen. Und vor allem wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt oder es schnell wieder werdet. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Wir singen nun zum Abschluss das Lied Du bist das Lied in meinem Herzen. Du bist das Lied in meinem Herzen.